So macht man eine Beinwellblättercreme gegen Verstauchungen und andere Gelenkerkrankungen. Ich zeige, wie es geht. Man braucht 60 ml Beinwellblätterölauszug, 6 Gramm Emulsan, 4 Gramm Bienenwachs, 30 ml Wasser, 30 ml Beinwellblättertinktur, eventuell 10 Tropfen ätherisches Fichtennadelöl und 15 Tropfen Konservierungsmittel, zum Beispiel Biocons. Wie man den Beinwellblätterölauszug und die Beinwellblättertinktur selber machen kann, zeige ich in 2 anderen Videos. Links dazu findet ihr in der Infobox. Emulsan dient als Emulgator und ist eine unverzichtbare Zutat für diese Creme. Bienenwachs gibt der Creme die nötige Festigkeit. Das ätherische Fichtennadelöl könnte man auch weglassen. Es verstärkt jedoch die Wirksamkeit der Creme. Auch das Konservierungsmittel könnte man weglassen. Es verlängert aber die Haltbarkeit der Creme von etwa 2 Wochen bis auf 3 bis 6 Monate. Die Zutatenliste findet ihr auch in der Infobox und auf meiner Webseite heilkräuter.de. Zuerst gieße ich das Öl in ein hitzefestes Glas. Dazu kommt das Emulsan und das Bienenwachs. Das Wasser gieße ich auch in ein hitzefestes Glas. Dazu kommt die Tinktur. Dann stelle ich beide Gläser in ein heißes Wasserbad. Dort sollen die festen Zutaten schmelzen. Wenn es soweit ist, nehme ich beide Gläser wieder aus dem Wasserbad raus. Unter ständigem Rühren gieße ich die Wasserphase in die Fettphase. Damit die Creme schneller fertig wird, stelle ich sie in ein kaltes Wasserbad. Dabei rühre ich ständig weiter um. Für 1 bis 2 Minuten rühre ich mit einem Milchaufschäumer. Danach rühre ich wieder mit dem Löffelstiel weiter. Sobald die Creme handwarm ist, nehme ich sie aus dem Wasserbad raus. Nun kann ich das Fichtennadelöl und das Konservierungsmittel eintropfen und unterrühren. Die fertige Creme gieße ich in eine Salbendose. Die Creme lässt sich gut verstreichen und zieht gut ein. Durch die Beinwellblätterwirkstoffe hilft sie bei der Wundheilung und gegen Verstauchungen und Muskelzerrungen. Nun noch verschließen und beschriften, dann ist die Creme fertig. Viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen! Bezugsquellen für Produkte zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal!